mit wunderschönen Kunststückchen begrüße ich euch nach tagelanger Pause zurück zu Let's Play Glover, meinem indirekten Let's Fail. Im letzten Part, im Part 9, haben wir den zweiten Part mit Lordi gehabt, der hier ein bisschen teilweise gespoilert hat, aber gut, ist halt verkräftbar. Er ist eben nicht so gut dahin, so eine Information eben so hinterm Baum zu halten. Er ist eben halt auch manchmal doch eine Quasseltasche, wenn man es ihm nicht ansieht. Nur so wieder alleine gezockt und ich denke, wir sollten jetzt, nachdem ich ja letztes Mal so Speicherprobleme hatte, den Ball endlich mal abgeben, um vielleicht zu sehen, ob sich das Environmental Noises Zeug hier wieder mal ein bisschen ändert. Und du Balldieb! Jetzt schon da hinten drin. Dann werden wir mal sehen, was sich draußen da jetzt geändert hat. Wir haben jetzt einmal schon 4 von 7 Kristallen eingeliefert. Das ist doch ganz nice. Wie sieht's denn jetzt hier draußen aus? Langsam comes the feeling back hier. Langsam ist wieder all ein bisschen happy, ne? Mucke wird wieder ein bisschen intensiver hier. Quakt einfach mal eine Schnecke rum. Da hinten springt einfach mal ein Frosch rum. Ist das nicht herzallerliebst? So sieht's doch hier wieder schon viel schöner aus. Hey! Ich wollte... Falscher Knopf! Entschuldigung! Das musste jetzt natürlich noch sein. Ach ja, die Videos nach 1000. Wird Zeit für die nächsten 1000 Videos. Und es gibt auch demnächst wieder mehr Videos, denn ich habe ja mit Absicht ein bisschen Zeit geschnitten, bis zum 1000. Video möglichst viel Zeit zu haben. Und habe es naja sogar so weit provoziert, dass ich in einem Tag gar kein Video gab. Und jetzt gibt es natürlich wieder mehr. Und ich würde sagen, wir gucken mal, was ist denn jetzt hier offen? Okay, ich kann in die Welt rein. Hui! Ah, freut sich. Ah, okay, da können wir noch nicht rein. Das ist immer noch zu. Aber es gibt ja noch eine Welt, den Baumstumpf. Ich überlege gerade, wo gehe ich rein? Den komischen Turm, oder? Ah, da kann ich auch rein, so wie es aussieht. Die Frage ist ja, was machen wir jetzt am Ende? Na, ist ja nur die große Big Question, die wir sagen. Der Baumstumpf sieht doch ganz freundlich aus. Da gehen wir mal einfach als kalt rein. Und ab hier ist es so total blind, weil kenne ich überhaupt nicht, ne? Cool. Musik, die ich nicht kenne, kann ich nicht mitsingen. Immerhin was Positives für euch, ja. Ich kann euch nicht mit irgendwelchen nervigen Scheiß zusingen. Ich sage, schnappen wir uns das erste Level. Cool. Nun wird aus Half-Blind richtig blind, wenn man so will. Ach du Scheiße, nach Baumstumpf sieht das aber nicht aus. Und gleich im ersten Level hier erstmal fett 80 Karten. What the fuck? Kriegst gleich mal aus dem Maul hier, Kollege. Los, komm her. Rush, was? Na komm. Ja, und... was? Kutschwing. Was hat jetzt hier? Sieht aus wie Zähne. Waren irgendwie durch? Ah, komm schon! Fail. Ich würde aber sagen, Karten-Kombo-Time. Twing, twing, twing. Geld, geile YouTuber sind wieder unterwegs. Herr Pepper. Komm schon. Ja, sag mal. War schon mal besser. Hep, zap. Unser Ball ist... Ball am Stiel geworden. Na toll. Ah, ja, wir haben unser Bällchen aufgetaut. Habt ihr das... Hab ich das gerade richtig gesehen? Unser Ball ist zum Schneeball geworden. Ist ja geil. Ist ja episch. Ist ja richtig cool. Wir können Schneeball... Ist ja mal eine echt innovative Idee, muss man sagen. Da können wir Schnee ansammeln und die Kugel so immer größer machen. Aber, boah, sie wird auch mal schwerer zu kontrollieren, muss man sagen. Ist ja richtig episch. Man sieht sogar den minimalen Abdruck vom Stern, wenn ich das richtig sehe. Da, guck, da ist der Stern. Ganz leicht kann man ihn erkennen. Ist ja richtig cool. Kicker noch gar nicht. Das ist ja richtig geil. So, ich würde sagen, das ist doch ein Job für die Bowlingkugel. Fahrt! So, hier natürlich wieder alles aufbrettern. Hab ja gelernt, es könnte ja dahinter was versteckt sein. Mann, wir werden das doch mal hochklatschen. Ich habe jetzt wirklich ein paar Tage nicht gezockt, weil ich mich wirklich voll auf meinen... Was, man kann die Bowlingkugel auch? Oh, what the fuck? Oh, ist ja riesig. Von dem übelst schwer zu steuern. Was? Frisst das mal. Ist ja richtig episch. Ha!
geknackst. Und bleib nicht hier. Zack. Ja, was? Bleib hier, Google. Und was? Nein, bleib hier. Halt, bleib hier. Nein, 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 nein. Komm mit nach... Geht das mit... Ja, ist ja fail. Das ist ja richtig. Also, wie finde ich den cool, muss ich sagen? Mit der Kristallkugel etwa auch? Nö. Die bleibt in sich erhalten. Ja, guck weg. So, Kollege, dann machen wir mal einfach mal. Was? Jawohl. Ah, gab ein episches Leben dafür. Schön. So, würde ich sagen. Das ist cool. So, hören wir mal einen Gummiball raus. Hier gibt es Karten und ich will natürlich punktegeil sein. Juhu, twing, twing. Oh, da. Oh, eine Biene. Och, nö, die mag ich nicht. Die Summe war mit dem Let's Play voll laut, ist voll doof. What the fuck? Ist ja geil. Ah, hier geht's nicht, okay. Da zähle ich mir mal... Oh, da viele Karten, Alter. Kann man die Biene vielleicht irgendwie trollen und töten? Das wäre ganz nett. Was? Na du? Uah, Hilfe! Der macht's BAMS! Ja, wusste ich ja. Willst du das Eis nicht mal aufsprengen? Oh, fuck! Wieso ist mein Gummiball hier unten, wenn ich das mal fragen durfte? Wo kommst du denn her, Kollege? Komm mal hierher. Böse Biene. Rollt der hier oder ganz langsam oder so? Nö. Bleib doch mal hier. Oder soll ich versuchen, die Karten mit eins... Eigentlich ist ja besser mit, wa? Scheiße, man kann mit dem Schneeball nicht so schön dribbeln, irgendwie. Das macht sie mit dem bisschen scheiße, hat ihr gemerkt. Mal schwing. Komm schon. Boah, Hilfe. So, zack. Hehe. Boah, schnell. Mal schwing. Ah, schön. Ah, fuck. Nein. Halt. Nein. Das ist ja für ein komisches Geräusch. Nein. Halt. Och, Menno. Na, ja. So. Jetzt bitte einmal so. Ach so, oh. Und da oben kommt irgendwas Ekliges geflogen, da schmeißt einer Schneebälle runter. Finde ich gar nicht so knorke. Kollege, sowas macht man aber nicht. Man schmeißt. Weil Schneebälle können richtig wehtun. Was bist du denn? Wow! Alter! Boah, sorry Leute, Alter, war übelst laut. Ich musste gerade erstmal für einen Moment. Fuck. Oh, jetzt sind wir gebratene Handschuhe. Toll. Na gut. Ich versuche mal, das Ding da aufzukriegen. Wir können unser Ball nicht so einfach verwandeln, wenn er eingeschneit ist. Mal sagen, fass. Jawohl, schöne Punkte gekriegt. Ja, sag mal. Das geht aber echt schnell. Schon fast ein bisschen nervig, aber auch nur fast erstmal finde ich es nur cool irgendwie, dass man sowas eingebaut hat. Da hinten ist so ein Speicherpoint. Wir sagen, den krallen wir uns erstmal ganz schnell. Uah. Ah, schnell 500 Punkte. So, gesaved. Schön. Ja, schieb hoch, das Dingen! Schieb! Na, sag mal. Das reicht's mir aber. Hep, zack. Okay, wir können da selbst auch nicht hochlaufen. Ich muss hochspringen, ja, sonst geht's nicht anders. Soll mir egal sein. So, jetzt ist hier gerade freie Bahn. Ich nutze die freie Bahn einfach mal, um da hoch zu slitschen. Da kommt mir gleich eine Schneekugel entgegen. Hilfe! Aua! Nein! 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 Och, fail!
Die Schneekugeln, die Rotterkugeln, machen eigentlich nichts anderes, als meinen Schneeball zu vergrößern. Ist das episch. Finde ich cool. Hat Style irgendwie. So, 50 Karten haben wir schon, würde ich sagen. Schnappen wir uns die mal da hinten. Wow, wow, hey, halt! Wow, 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 krass, Bullshit. Wow, was bist du denn für einer? Fuck, nein, nein! Boah, Alter, was ist denn für einer? Das war voll laut gerade. Aber gut, da haben wir noch eine Chance, die Karten einzusnacken. So, dann nochmal hier, aber jetzt mal ein bisschen anständiger. Ball, nein, was macht ihr denn da? Karten? Na, fail. Okay. Sollte versuchen, beim Ball zu bleiben, vielleicht. Lenken. Aua, Mann. Deine Mutter, du Assi. Wow. Epischer Leck. Gott sei Dank kein Standbild, dann wäre ich böse geworden. Alter! Alter, du Arschi! Schnell meinen Ball da weg mitnehmen. So schnell mal hier. Fatz! Aufgeknackst. Und Tschüssikowski, du Arsch! Da ist ja schon Ende. Fail und so. Sagen wir Lani, das. Mir fehlen 12 Karten, Leute. Wo könnten die sein? Sind wir hier über uns? Hier sind ganz viele Schatten, aber ich sehe nichts. Warte, ich hab doch Z gedrückt. Fail. Das ist ein epic Fail. Wo sind die letzten 12 Karten? Ja, muss ich nochmal gucken jetzt hier. Sagen wir, lassen den Ball mal hier oben. Er ist hier ganz sicher. Finde ich ganz gut. Der soll ruhig und sicher bleiben. Da kann ich mich mal in Ruhe umgucken. Der muss ja auch mal gemacht werden. Wo sind denn nur 12 Karten hin? Kann man sich hier durchwarpen oder so? Nö. Hier hinten noch was übersehen noch? Weil mehr als nur das Speicherpunkt? No, not so really. Zap, zap. Kann man dich echt nicht töten? Uah, geh weg. Burn. Ja, du kannst doch mal knicken, Kumpel. Da mag ich nicht mit. Nee. Ist bloß nur nötig, habe ich alle Karten eingesnackt. Wo sind denn hier noch 12 Karten? Burns. Na sag mal, ich treffe den mal hier. So, jetzt aber voll den Weg. Fail irgendwie. Ich weiß nicht, wo noch 12 Karten sein sollen. Okay, that's the problem. Aber wir haben ja so ein Kartenguckgerät, ne? Ah, ganz weit da drüben irgendwo. Na, dann gehen wir doch mal nach links. Das ist eigentlich genau den Weg, den wir schon gegangen sind. Irgendwie, ich muss dran vorbeilaufen sein, eiskalt. Kann ich mir anders nicht erklären. Ach ja, einfach so episch. Die ganz vielen schönen Konmis zum 1000. Video haben mich übelst motiviert, auch weiter zu Let's Playen. Dann macht's gleich wieder doppelt so viel Spaß irgendwie so. Was ist denn jetzt hier? Ah, da hinten irgendwo. Ich will Karten. Ich bin ein kartengeiler YouTuber. Deswegen spiele ich Trading Card Game. So. Hep, zack. So, wo sind jetzt hier Karten? Da drüben irgendwo. Schön. Da komm ich doch gerade her. Willst du mich verkackeiern? Ja, anscheinend schon. Ich würde eigentlich sagen, slitschen wir mal mit Eis hier. Wow. Slitschi, 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 slitschi. Ja, man brüllt doch mal nicht so. Ja, da irgendwo drinne oder was? Kann man den vielleicht irgendwie so dazu bringen, dass er hier die Wand durchrennt? Ich sehe den nicht mehr, scheiße. Hier, du Stink-Idino. Hey, hallo.
Schreibst du mich mal an? Den besteigen kann man den auch nicht irgendwie. Aua. Verdammt. Na, was? Nee, das wollte ich doch nicht. Na, irgendwo hier drinne. Nee, hä, hier drinne irgendwo? Hä, verstehe ich nicht. Ich hol mir mal meinen Ball, ja, vielleicht. Man weiß es nicht, ne? So, bitte aufmachen. Ich finde das cool, das ist richtig geil. So. Holen wir uns die Bowlingkugel. Das ist eine weiße Bowlingkugel. Ha! Ey, du Arsch. So, das lohnt sich doch richtig jetzt. Achtung, Action! Yeah! Oh, brüll da nicht so, Mann. Ich bin sensibel, war verschüttet, nicht lange, aber tief. So, hier oben ist doch noch irgendwas, das sehe ich doch schon wieder. Ah. So? Geil. Leute, schon 79 Leben. So, jetzt dribbeln wir mal hier durch. Kann nicht. Schade, du scheiß Dino, kannst mich mal. Geh weg, hau ab, Kusch. Und rinn in die Snitching-Bude. Whoopie! Und swap. Das ist ja episch. So, da lass mich raten, gibt gleich wieder Error-Time, ne? Das kennen wir ja nun mittlerweile schon hier im Let's Play. Nothing special und so. Kein Error-Geräusch, aber Absturz trotzdem, Leute. Aber gut, dann hört ihr wenigstens eure Error-Geräusche nicht mehr. Finde ich cool im Let's Play. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Wo ist denn jetzt hier Knöpfchen? So dunkel hier. So, tut mir leid, da geht's wohl schon weiter mit Glover. Und ich würde sagen, eigentlich im nächsten Part, von der Zeit her, können wir uns ganz gut mit dem nächsten Level bedienen, Freunde. Ich nutze wieder mal den Error als auch als Verabschiedung. Bis zum nächsten Part und da heißt es wieder mal nach dem üblichen Motto, macht's gut, haut da rein, Tschüssikowski und ciao.